Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Vortrag Schmerzen, Fuß- und Sprunggelenk. Ich freue mich über das zahlreiche Erscheinen. Mein Name ist Stefan Wirth, ich leite das Team für die Fuß- und Sprunggelenkschirurgie hier an der Universitätsklinik Balgrist. Und ich muss Sie warnen, ich muss immer viel in den Computer schauen, es wird aufgezeichnet und damit auch die Zuhörer in den Nebenräumen meine Ausführungen und Demonstrationen am Bildschirm mitkriegen, muss ich diese Maus hier bedienen, um das zu zeigen. Das Team für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie besteht aus 7 Ärzten im Moment. Dr. Renner, mein Stellvertreter, Dr. Modaressi und dann 4 Assistenten, die alle 4 Monate wechseln. Aktuell ist bei uns der Dr. Grubhofer, Frau Dr. Weigelt, Herr Dr. Fritz und der Herr Niehaus. Wir haben großes Glück im Fußteam, wir haben ein sehr, sehr gutes Sekretariat. Und wenn Sie mal Kontakt mit dem Fußteam der Universitätsklinik Balgrist haben, werden Sie wahrscheinlich mit Frau Mark oder Frau Huber oder Frau Simonetta kompetent zu tun haben. Das Fußteam kümmert um Beschwerden des Fußes, aber nicht nur, sondern alles unterhalb des Knies ist eigentlich unser Ressort. Ich habe versucht, so die doch vielen Inhalte etwas übersichtlich und einfach erklärt darzustellen. Es wird um den Vorfuß gehen, Mittelfußprobleme, Rückfuß und auch Sportprobleme. Am Fuß herrschen komplexe Verhältnisse, 29 Knochen, 31 Gelenke, 13 äußere Muskeln, 10 innere Muskeln, dann kommen 50 Bänder und Sehnen, zudem noch 5 Hauptnerven und 3 Hauptarterien. Alles auf sehr engen Raum und wir laufen täglich darauf herum. Kommen wir gleich zu den Problemen am Vorfuß. Dort an erster Stelle der Hallux Valgus. Da sind leider die Damen etwas benachteiligt. 4:1 ist das Verhältnis, also Frauen erhalten mit einer vierfach erhöhten Wahrscheinlichkeit einen Hallux Valgus im Gegensatz zu den Männern. Der Beginn ist meistens zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. 4% beginnen allerdings schon vor dem 10. Lebensjahr, ein sogenannter juveniler Hallux Valgus, der dann auch schwer zu behandeln ist. Schuhwerk spielt eine Rolle, aber ich kann Sie beruhigen, 80% spielt die Genetik eine Rolle bei der Entwicklung eines Hallux Valgus. Also Sie können das mit Schuhen dann, natürlich ist das Schuhwerk dann noch das Tüpfelchen auf das I, dass das dann noch zur Explosion bringt, sagen wir mal. Auch in den besten Familien kommt das vor, so wie bei dieser bekannten Schauspielerin hier unten, doch ein doch beachtliches Exemplar eines Hallux Valgus. Es wird viel Nachtschienen, Funktionsschienen, Silikonteile, Hallux Valgus Socken, sogar mit extra gestrickter Großzehe werden verkauft. Das ist aber leider wenig wirksam, weil es ist ein dynamisches Problem, wie ich dann später hoffentlich darstellen kann. Das ist das Bild eines klassischen Hallux Valgus. Sie sehen, die Großzehe geht nach außen, hat Kontakt hier zu der zweiten Zehe, die weiter nach rüber geschoben wird, nach außen geschoben wird. Es kommt zu Druckstellen hier in diesem Bereich im Schuhwerk. Sie sehen diese Rötung, zu Schwellung und doch zu erheblichen Schmerzen in diesem Bereich. Konservative Therapie besteht in Einlagenversorgung, um das zu stützen, Schuhe mit einem weichen Oberleder, mit einem weiten Vorfuß, um die Druckstellen zu minimieren. Physiotherapie kann die Progression der Erkrankung etwas aufhalten, aber operieren tut man nur wegen den Druckstellen aufgrund von Schmerzen eben und ausgeschöpfter konservativer Therapie. Für uns an der Universitätsklinik Balgrist eine kosmetische Indikation, also wenn einem der Zeh einfach nicht gefällt, ist keine Indikation zur Operation. Wie sieht das aus? Also hier sieht man, also die auslösenden Mechanismen sind hier, die Zeh geht nach außen, dann wird diese ganze Fehlstellung hier durch diese Sehne, die ist eine ganz wichtige in der Hallux Valgus-Pathologie, die Extensor-Hallucis-Sehne, Sie sehen, sie läuft
außerhalb des Gelenkes. Normalerweise läuft sie zentral über das Gelenk. Das Gelenk ist luxiert, es ist nicht so zentriert, wie Sie es hier in diesem Bereich hier sehen. Und zusätzlich der Abduktor Hallucis zieht die Zehe weiter rüber. Wenn es mal in dieser Stellung ist, dann kann man auch mit Schienen so das nicht drüber drücken. Das wird immer wieder kommen, weil die Weichteile und eben die Gelenksachse das eben unterstützen, diese Fehlstellung. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Gelenkskapsel. Das ist eine bindegewebige Struktur, die jedes Gelenk umgibt. Und die ist natürlich beim Hallux valgus auf der Außenseite ausgeleiert, ausgedehnt und auf der Innenseite, dort ist sie eng und verklebt und unterstützt zusätzlich die Fehlstellung. Im Röntgenbild sieht das so aus. Der Hallux-Winkel, den wir messen, wird eben durch die Achse des sogenannten Metatarsale und der Phalanx gebildet. Hier sehen Sie noch die Sesamoide, die auch nach außen wandern, dezentrieren. Und wie ich schon mehrmals betont habe, die Umstellung der Achsen ist das Wichtigste. Wie bekomme ich ihn gerade? Eben durch eine knöcherne Korrektur. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich von Osteotomien spreche, heißt das, dass der Knochen durchgesägt werden muss. Hier im Valgus haben wir die sogenannte Reversed L-Osteotomie entwickelt. Reversed L, weil es aussieht wie ein umgedrehtes L. Es gibt aber noch ganz verschiedene Osteotomien, zum Beispiel die Scarf-Osteotomie, Chevron-Osteotomie. Die Scarf-Osteotomie hat den Vorteil, dass eine große knöcherne Kontaktfläche vorhanden ist, weil man schneidet den Knochen auseinander, verschiebt ihn, er muss wieder heilen. Das gibt eine große Stabilität, aber sie ist sehr schwierig durchzuführen. Und eine große Korrektur kann man mit der Scarf-Osteotomie nicht durchführen, weil aufgrund der Geometrie eine große Verschiebung nicht möglich ist. Anders ist es bei der Chevron-Osteotomie, diese V-förmige Osteotomie. Die ist relativ leicht durchzuführen, man kann eine große Verschiebung durchführen, aber sie bietet keine so große Stabilität. Und wir haben das untersucht, es ist eine wissenschaftliche Arbeit daraus entstanden, wie so viel. Wir haben hier den Auftrag, auch Forschung zu machen, die dann letztendlich dem Patienten zugutekommt. Das werde ich Ihnen jetzt nicht näher erklären, aber da einfach aus dieser Publikation sieht man die Stressverteilungsmuster, wie wird der Knochen belastet bei den verschiedenen Osteotomien. Aber wir haben herausgefunden, dass die Revell-Osteotomie eigentlich die Vorteile der sogenannten Scarf-Osteotomie und Chevron-Osteotomie kombiniert. Und deswegen machen wir diese Osteotomie. Wie funktioniert jetzt das? So in Schrittweise habe ich das probiert, mal bildlich darzustellen. Zunächst der Hautschnitt, der erfolgt hier auf der Seite. Man geht zur Seite zu, dann muss man die Gelenkskapsel inzidieren, um überhaupt an den Knochen heranzukommen. Und ein wichtiger Schnitt ist eben, diese Kapsel hier, die hier rot dargestellt ist, auf der Außenseite zu lösen. Sonst kann ich den Zeh nicht nach rüber bringen. Dann führen wir diese Osteotomie durch, meistens mit einer oszillierenden Säge. Und L-förmig, hier muss man auf die Achsen achten, auf die Ebenen, wie man sägt, weil wenn man schief sägt, dann ist nachher die Verschiebung auch in einer schiefen Ebene, wie Sie vorstellen können. Und man muss das Plantigrad zum Fuß machen. Und dann kommt die Reposition. Sie sehen, das Köpfchen wird nach außen geschoben. Sie haben gesehen, wie die Sesamoide sich zentrieren und wie jetzt die Achse zentriert ist. Die Sehne ist direkt über dem Gelenk, das Gelenk ist wieder reponiert und das hier steht über, das wird in einem letzten Schritt der Operation wird dann weggeschnitten. Das ist die schmerzhafte Druckstelle, die sogenannte Pseudoexostose. So sieht es dann danach aus. Und das Ganze wird mit zwei Schrübli fixiert. Sie sehen, die Schräubchen sind sehr dünn, 2,4 mm. Und deswegen ist es immer wichtig, dass die Osteotomie, der Knochenschnitt an sich, schon mal stabil ist. Das ist ein typisches Beispiel vor der Operation. Hier die Sesamoide sind schon beginnend nach außen wandernd. Das Gelenk fängt schon so langsam an zu kippen. Dann hat man die Osteotomie gemacht, also die Korrektur, die Operation, fixiert mit zwei Schrauben. Nach 6 Wochen ist das geheilt eigentlich, Patient kann dann in normales Schuhwerk übertreten. Und nach 41 Monaten steht es immer noch kerzengerade. Also Sie sehen, die Weichteile spielen keine Rolle oder eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist die ossäre Achse. Nach der Operation will man natürlich, dass die Kapsel, die man da
öffnen musste, um an den Knochen zu kommen, dass die in dieser Stellung heilt. Und deswegen ist dieser Verband, der den Zeh leicht nach außen biegt, notwendig. Die Nachbehandlung, noch kurz zusammengefasst, 6 Wochen Therapieshow. Ich weiß, das ist nicht der schönste, aber man darf einfach nicht abrollen. Man darf die Ferse voll belasten, man darf den Fuß gerade voll aufsetzen, aber nicht abrollen. 6 Wochen braucht es den Verband, fersenbetonte Vollbelastung, wie gesagt, es braucht keine Thromboseprophylaxe, nur die ersten 10 Tage und freie Mobilisation ist erlaubt. Jetzt, das waren die einfachen Korrekturen, aber Sie werden sehen, es gibt auch schwere Hallux Valgusse, wie in diesem Fall. Wenn der Winkel sehr groß ist, der Hallux Valgus Winkel über 20 Grad und der Winkel zwischen diesen beiden Knochen, zwischen den Metatarsalia. Sie werden einsehen, dass wenn man das hier vorne korrigiert, das Köpfchen nach außen schiebt, dass man keine große Korrektur erreichen kann. Die Korrektur in diesem Fall muss in diesem Bereich stattfinden. Und da ist die sogenannte Lapidus-Prozedur ein sehr probates Mittel. Man korrigiert quasi mit einer Versteifung in diesem Gelenk. Und dadurch wird auch der Zeh aliniert. Eben weil die Achse, die Zugrichtung der Sehne in die richtige Richtung gebracht wird. Indikationen sind ein großer intermetatarsale Winkel über 20 Grad, die Hypermobilität des ersten Strahles, Degeneration in diesem Tarsometatarsal 1-Gelenk, in diesem Gelenk, das versteift wird, Revision nach Hallux Valgus Operation, also wenn die Hallux Valgus Operation nicht geklappt hat. Hier noch ein klinisches Beispiel, hier sehen Sie diesen großen intermetatarsale Winkel, ein großer Hallux Valgus Winkel. Dann die Korrektur. Hier musste man noch zusätzlich, eben weil die knöcherne Achse stimmen muss, hier einen Keil herausnehmen und das nach Zuklappen mit der Schraube fixieren. Und das ist das Bild vor der Operation und so sieht es dann 6 Monate nach der Operation aus. Das ist natürlich eine wesentliche aufwendige Nachbehandlung für den Patienten, deswegen operieren wir den Hallux auch lieber früh wie spät, bevor er so ausgeprägt fehlgestellt ist. Es benötigt 8 Wochen Gips, der Knochen muss gut zusammenheilen. Und, es braucht den Halluxverband, Fersenbelastung maximal 15 Kilo, Gehstöcke, Mobilisation aus der Schiene ist erlaubt und es braucht auch eine Thromboseprophylaxe, so lange wie man das entlasten muss. Bevor ich jetzt zu den Kleinzehendeformitäten komme, muss ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, die Wadenmuskulatur. Sie sehen, die Wadenmuskulatur setzt überhalb oder hat ihren Ursprung überhalb des Kniegelenkes. Dann zieht sie runter, vereinigt sich noch mit den Wadenmuskeln, die am Schienbein ihren Ursprung haben und vereinigt sich in die Achillessehne und setzt dann am Fersenbein an. Im gestreckten Zustand ist die Wadenmuskulatur gedehnt. Sie hat ihre maximale Länge. Können Sie sich vorstellen, das ist der maximale Weg. Wenn ich jetzt das Knie biege, dann wird die Wadenmuskulatur entspannt und wird locker. Allerdings, wenn ich laufe und den Fuß nach oben hebe, beim Abrollen ist das ein wichtiger Punkt, dann wird die Wadenmuskulatur gedehnt. Wenn diese jetzt verkürzt ist, wie es häufig ist, wenn man viel sitzt, sitzende Tätigkeit hat, dann kann es dazu kommen, dass man bei dieser Bewegung, bei dieser Abrollbewegung hier hinten massiven Druck aufbaut. Man kämpft also immer gegen diese Wadenmuskulatur, gegen die verkürzte. Und das ist eine Ursache für ganz viele Pathologien, Erkrankungen, Schmerzen im Fußbereich. Zum einen kann der Ansatz der Achillessehne, weil sie ständig unter Zug ist, kann gereizt werden. Die sogenannte Plantarfaszie, die Strukturen, die hier unten sind, kann gereizt werden. Aber auch es kann zu Überlastungen im Vorfußbereich führen, letzten Endes sogar zum Hallux Valgus oder auch zu Kleinzehendeformitäten. Jetzt nämlich beim Thema Kleinzehendeformitäten. Das ist ein häufiges Problem, kann mit einem Hallux Valgus auftreten, das zeige ich Ihnen gleich noch. Hier sehen Sie, die Gelenke reiben am Schuhwerk, hier oben sehen Sie die Hornhaut, Vernarbung, das kann auch mal aufgehen, kann reizen, kann bluten, kann sich entzünden und die Zehen berühren den Boden nicht mehr, was auch zu Gleichgewichtsstörungen, zu unsicherem Gang führen kann. Was gibt es für verschiedene Kleinzehendeformitäten? Das ist der Hammerzeh, auf den werde ich später noch genauer eingehen. Das sogenannte Krallzeh hier, wenn das Endglied noch gestreckt ist. Und das sogenannte Mallet Toe.
Jetzt zum Hammer C. Hallux Valgus, Sie sehen, wenn der C nach außen geht, dann drückt er, haben wir vorhin an den Bildern gesehen, es gibt ein Platzproblem zwischen ersten und zweiten C. Er drückt ihn rüber, er hat keinen Platz mehr, der zweite C, und biegt sich nach oben. Sieht dann so aus, ein sogenannter Superductus, dass der Kleinzeh über dem zweiten Zeh zum Liegen kommt. Und die ganzen Weichteile hier hinten, die verkürzen sich. Jetzt, wie erklärt man sich das anatomisch? Hier sehen Sie, es gibt Sehnen, die den Zehen strecken, das sind die hier oben liegen. Wenn die sich zusammenziehen, geht der Zeh nach oben und dann gibt es Sehnen, die den Zeh beugen. Und hier, das ist das Gelenkszentrum. Jetzt, wenn der Zeh in dieser fixierten Stellung ist, immer nach oben schaut, dann ändert dieser Muskel hier seine Funktion. Er wird vom Beuger, der den Zeh nach unten bringt, plötzlich zum Strecker, weil er ist über dem Gelenkszentrum. Und das führt dann dazu, dass es zu einem Übergewicht kommt, der Strecker zu den Beugern. Und das führt dann zu dieser fixierten Zehenfehlstellung. Ursache, jetzt ist das Schuhwerk wirklich schuld. Sie sehen hier diese Vorfußüberlastung, man läuft, also das sind schon extreme High Heels, aber man läuft quasi in diesen High Heels auf diesen Köpfchen von den Metatarsalien. Und Kollege Trinker aus Wien hat das mal untersucht, hat dann so finite Elemente-Analysen gemacht und sieht hier, der Druck wird weitergeleitet und Spitzen sind genau in diesen Gelenken, die für den Hammerzeh verantwortlich sind. Auch eben, wenn man hier ständig auf diesem Bereich läuft und dort Druckspitzen macht, kann es sein, dass diese Strukturen auch noch kaputt gehen. Nicht nur die Funktion ändern, sondern die plantare Platte reißt. Plantare Platte ist eine Bindegewebskapsel, die auch dafür verantwortlich ist, dass die proximale Phalanx unten bleibt. Was kann man machen? Es gibt verschiedene Methoden. Ich werde mal näher auf die Hohmann-Prozedur eingehen. Das ist eine sehr erprobte und eigentlich sehr gute Methode, diese Hammerzehen zu korrigieren. Da muss man natürlich das Gelenk, man muss wieder durch die Gelenkskapsel durch, dann stellt man hier das Köpfchen dieser proximalen Phalanx dar, löst hier unten die Weichteile und resiziert dann das Köpfchen. Das führt natürlich dann zu einer Verkürzung des Zehen, aber die ist gewollt, weil die Weichteile, die Sehnenbänder werden dadurch verlieren an Spannung, werden entspannt und dann kann man den Zeh in eine gute Stellung bringen und das Ganze wird dann fixiert mit einem Spickdraht, der für 6 Wochen drin bleibt. Der wird dann in 6 Wochen, er schaut raus, sieht gefürchig aus, wie man sagt, aber der wird dann in der Sprechstunde, wenn alles gut geht, keine Entzündung, was eigentlich in den meisten Fällen der Fall ist, wird er gezogen und das tut nicht weh. Das nochmal illustriert, die Hohmann-Prozedur, Sie sehen hier die fixierte Hammerzeh-Feststellung, dann wird das Köpfchen hier resiziert, dann die Weichteile werden entspannt und der Zeh wird aliniert und dann käme jetzt der Spickdraht hinein. Nachbehandlung ist ähnlich wie beim Hallux Valgus, 6 Wochen Therapieschuh, es braucht keinen Gips, keine Thromboseprophylaxe, man darf voll draufstehen und wie gesagt, der Draht wird nach 6 Wochen entfernt. Metatarsalgien. Das ist ein Sammelbegriff für Vorfußschmerzen. Diese können eben hervorgerufen werden durch eine verkürzte Wadenmuskulatur und das führt zu Überlastung der knöchernen Strukturen und auch Überlastung der nervösen Strukturen. Diese sind eigentlich gut therapierbar mit Einlagen. Hier sehen Sie hier da diese Erhebungen in den Schuheinlagen, die stützen genau hinter den Köpfchen ab oder? Und heben sie ein bisschen an, so dass sie entlastet werden. Oder wenn es ein Nervenproblem ist, kann man lokale Injektionen machen. Wenn das alles nicht hilft, die konservative Therapie, zum Beispiel die Dehnung der Wadenmuskulatur, die Schuheinlagen und so, wenn die Beschwerden dann trotzdem noch vorhanden sind, dann muss man das Knöchern korrigieren mit einer Druckentlastung. Hier, wie zum Beispiel bei diesem Fall, der Patient hatte eine Überlänge der Köpfchen, der Metatarsalie. Dadurch kommt es zu einem vermehrten Druckaufbau und der Patient läuft quasi vermehrt auf diesen Köpfchen. Was man machen kann, ist die Köpfchen anzuheben in einer Osteotomie, indem man einen Keil hier herausnimmt oder indem man das Köpfchen verkürzt, indem man koaxial hier einen Keil entnimmt. Komme ich zum Morton-Neurom, das manchmal sehr satanische Schmerzen auslösen kann. Das Morton-Neurom, Patienten klagen immer über Schmerzen nach einer Gehstrecke von circa
20 Minuten bis zu einer Stunde. Dann ist es notwendig, sich hinzusetzen, die Schuhe auszuziehen. Es wird ein Schmerz beschrieben, wie mit dem Messer durch den Fuß gestochen. Und dann muss man ein bisschen massieren und dann geht es wieder. Und dann kann man wieder eine Stunde laufen und dann geht das gleich wieder von vorne los. Und das ist das Problem dieses Nerven hier. Sie sehen, der Nerv ist unten an der Fußsohle und dort sind recht enge Verhältnisse. Er teilt sich genau auf Höhe der der Köpfchen von diesem Gelenk und innerviert die Zehen in diesem Bereich. Wenn es jetzt zu einer Vorfußüberlastung kommt, dann kann es sein, dass die Gelenkskapsel anschwillt, dass die Weichteile anschwillen, dass das umgebende Fettgewebe sich verdickt und das führt dazu, dass es zu einem, dass das Platzangebot für den Nerv nochmals eingeschränkt wird. Und das ist dann ein Teufelskreislauf, weil das führt dann wieder, dieses vermehrte Anschwellen führt zu noch mehr Enge und noch zu weniger Platz und das unterhält sich quasi selber. Und dann gibt es sogenanntes Mordneurom, wie Sie hier sehen. Das ist nicht der Nerv, der so geschwollen ist, sondern das Gewebe um den Nerv herum. In der Magnetresonanztomographie sieht das so aus. Man sieht hier dieses deutliche Weichteil plus zwischen dem dritten und vierten Zehen. Hier zwischen dem zweiten und dritten, so sieht es normal aus. Und hier ist diese Aussackung, dieses straffe Bindegewebe, das den Nerv dann abklemmt. Was kann man machen? Man kann natürlich konservativ das behandeln mit Schuheinlagen, die auf Höhe der Köpfchen hier, wie gesagt, nach oben drücken, eine Erhöhung haben, eine sogenannte retrokapitale Abstützung und dadurch kommt es dazu, dass die Zehen ein bisschen auseinandergehen. Das reicht in manchen Fällen schon, um den Nerv zu entspannen. Eine andere Methode ist eine Cortisoninfiltration von hier oben hinein in diesen Raum, um dieses Entzündungsgewebe, Cortison hat ja eine abschwellende Wirkung, zur Abschwellung zu bringen. Wenn das alles nicht hilft, dann ist natürlich auch die Operation indiziert. Wir machen das hier im Balges so, einen Schnitt von oben, dann werden die Zehen auseinandergedrückt und der Nerv wird dargestellt. Wichtig ist dabei, dass das sogenannte intermetatarsale Ligament spaltet und dann kommt erst das ganze Mordneurom zum Vorschein. Und dann wird der Nerv rausgeschnitten. Es kommt natürlich dann zu einer Sensibilitätsstörung, also Patienten spüren dann teilweise zwischen den Zehen nichts, aber da gewöhnt man sich schnell dran und die Schmerzen sind weg. So sieht dann das Resektat aus. Hier sehen Sie, das ist der Nerv und das ist das Gewebe drumherum, das den Nerv komprimiert. Die Nachbehandlung, 2 Wochen Therapieschuh, kein Gips, keine Thromboseprophylaxe, freie Mobilisation. Die schmerzhafte Großzehe. Häufig kommt es, dass Patienten sagen, der Zeh sei so steif, immer wenn sie laufen, abrollen, kommt es zu Schmerzen und Schwellungen im Großzehenbereich. Was steckt dahinter? Häufig ist es eine Arthrose, aber manchmal ist es auch nur eine Verkalkung oder eine knöcherne Ausziehung im Bereich der Gelenkskapsel. Wenn das Gelenk dann noch erhalten ist, also wenn dort noch genug Gelenksknorpel vorhanden ist, kann man das hier oben einfach resizieren und er kann wieder frei bewegen, der Patient. Die Beweglichkeit wird erhalten. Allerdings hier in diesem Fall, Sie sehen dort, ist fast kein Gelenkspalt mehr erhalten. Das greift quasi Knochen auf Knochen und hier in diesem Bereich große Osteophyt. Sie können sich vorstellen, wenn der Zeh beugt, schlägt das immer hier nach oben an und das führt zu Schmerzen. Hier nochmal in der Vergrößerung, hier sieht ein normales Gelenk vom zweiten Zeh, da sieht man eben den Zwischenraum hier. Da ist keine Luft, da ist der Gelenksknorpel. Und hier ist der Gelenksknorpel quasi vollständig aufgebraucht. Wie ich gesagt habe, es ist Knochen auf Knochen und das ist dann wie Sandpapier oder wie Reibpapier. Das gibt ein mechanisches Problem und das führt zu Entzündung, zu Schwellung und zu Schmerzen. Was kann man in diesem Fall machen? In diesem Fall muss man das Gelenk aufgeben. Es gibt ja gar kein Gelenk mehr. Der Knorpel ist kaputt und in diesem Fall hat man sich für eine Versteifung entschieden. Und das ist eine sehr gute Lösung. Mit dieser Methode hat man schon sehr viel Erfahrung. Früher hat man Hallux Valgus eigentlich nur mit Versteifung operiert. Man kann damit normal laufen. Es wird niemand sehen, dass Sie eine versteifte Großzehe haben. Wir haben sogar schon Balletttänzer mit dieser Methode, professionelle Balletttänzer operiert und die tanzen weiter. Die Nachbehandlung ist sogenannter Vorfußentlastungsschuh, um den Knochen zur Heilung zu bringen.
Es gibt natürlich auch schwierige oder sehr schwierige Vorfußchirurgie. Sie können sich vorstellen, dass es große Deformitäten gibt. Es gibt auch Knochenverlust, die dann eine Defektfüllung mit Eigen- oder Fremdknochen notwendig machen. Und oftmals ist die Strategiewahl da schwierig. Wie in diesem Fall zum Beispiel. Das war eine Hallux-Valgus-Korrektur auswärts und da ist es einfach nicht zusammengeheilt. Und der Knochen ist quasi weggeschrumpft. Sie sehen, wie der Großzeh massiv verkürzt ist. Und dieser Knochen da, der war tot, der war nicht mehr durchblutet. Ein anderer Fall ist auch eine Hallux-Valgus-Korrektur, also auch nicht bei uns, und das ist auch nicht geheilt. Und diese Schraube, sehen Sie, die ist mitten im Gelenk. Das ist hier, und zudem ist der Kopf noch nach unten abgekippt. Und das hat natürlich Schmerzen gemacht. So sieht es dann intraoperativ auf. Hier der Gelenksknorpel, das ist der Gelenksknorpel, hier vollkommen aufgerieben und der Kopf war nicht mehr durchblutet. Dort musste man dann eine aufwendige Rekonstruktion machen, um die Länge zu erhalten. Das Stück Knochen hier, das hat man vom Beckenkamm entnehmen müssen, um dann interponieren und dann mit dieser Schraube versteifen. Ein anderer Fall, die Patientin hatte auch eine Arthrose, dort hat man ein künstliches Gelenk eingeführt, um die, also nicht bei uns, um die Beweglichkeit zu erhalten. Da weiß man eigentlich, das funktioniert in den seltensten Fällen, weil das Gewebe drumherum vernarbt so stark, dass die Beweglichkeit, obwohl die Prothese drin ist, eingeschränkt ist. Zusätzlich hat die Patientin massive Schmerzen. Sie sehen hier im Röntgenbild da diesen Weichteilschatten, was für eine große Schwellung spricht. Das Problem an diesen Prothesen, das ist, dass sie einen großen Knochenverlust machen. Also durch die Reibung geht der Knochen kaputt und so war es auch in diesem Fall. Dieses ganze Stück musste man resizieren und mit einem auch Beckenkammknochen ersetzen. Das wurde dann mit einer Platte versteift. Mittelfuß, den will ich nur streifen. Also gibt es auch ganz viele Pathologien. Ich will hauptsächlich auf die Arthrose eingehen und auf posttraumatische Veränderungen. Hier sehen Sie auch ein Bild in diesem seitlichen Röntgenbild, das ist eine massive Arthrose. Sie sehen, dass diese Gelenkspalte sind sehr schmal, da ist also quasi auch Knochen auf Knochen, hier oben großer Osteophyt. Die konservative Therapie, die in diesem Fall mit einer Sohlenversteifung, also Sie können sich vorstellen, wenn die Sohle steif ist, dann werden diese Gelenke geschont, weil sie beim Laufen nicht mehr bewegen oder weniger bewegen. Aber das ging alles zeitlang gut, aber dann immer mehr Schmerzen, immer mehr Schwellung und hat sich dann entschieden, das hier zu versteifen. Und zwar musste man drei Gelenke versteifen und zusätzlich hat man noch den Hallux korrigiert. Das ist ein anderer Fall, eine 77-jährige Patientin, die war im Ausland, hat sich da den Fuß verdreht, dort hat man geröntgt, hat keine Fraktur festgestellt, aber persistierende Schmerzen auch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später. Dann hat man das nochmal geröntgt und hat gesehen, dass dieser Abstand hier viel zu groß ist. Das ist eine sogenannte Luxation im sogenannten Lisfranc-Gelenk. Dieses Gelenk ist das Lisfranc-Gelenk. Das ist keine Fraktur, aber die sehr, sehr straffen Weichteilbänder, die sind gerissen. Und das gibt eine immense Instabilität in diesem Bereich. Und diese Instabilität macht Schmerzen und macht das Gelenk kaputt. Da helfen auch keine Schuhe, keine konservativen Therapiemaßnahmen. Das musste man dann auch versteifen. Der Rückfuß, auch ein großes Thema. Komme ich zum Knick-Senkfuß, Plattfuß oder Pes plano valgus. Der kindliche Plattfuß, wenn keine Beschwerden vorhanden sind, außer vielleicht massive Fehlstellungen, dann ist auch keine Therapie notwendig, meiner Meinung nach, mit Einlagen etc. Anders sieht das aus beim Erwachsenen. Der Pes plano valgus ist häufig vergesellschaftet mit einer Insuffizienz von den Fuß stabilisierenden Sehnen und Muskeln. Hier ein Fall, das von der Seite, Sie sehen das Fußgewölbe, das normalerweise sich hier so aufspannt, ist vollkommen abgesunken. Die Patientin läuft quasi auf dem Innenfuß. Im Bad oder im Schwimmbad, wenn sie mit nassen Füßen auf den Platten steht, würde es sehen, der ganze Fuß ist ein Abdruck. Es gibt nicht so diese typische Fußform. Von hinten sieht das so aus, dass der Fuß ganz wegknickt. Und das hat folgende Auswirkung, dass die Achillessehne, die er normalerweise senkrecht zieht, die zieht
neben dem Fuß. Also die Achillessehne zieht hier und drückt natürlich das Fersenbein, zieht sie zusätzlich noch nach oben. Also hier ist die Achillessehne die deformierende Kraft und diese ganzen Strukturen auf der Innenseite werden gedehnt und ausgeleiert. So sollte die Achillessehne normal ziehen, zentral über dem oberen Sprunggelenk bis ins Zentrum vom Fersenbein. Von der Seite eine weitere wichtige Struktur ist hier die sogenannte Tibialis Posteriorsehne. Ich sage immer, es ist die Seele vom Fuß, Achillessehne ist die Seele vom Sprunggelenk, das ist das vom Fuß. Diese Sehne hier, die setzt am Mittelfuß an, am sogenannten Os Navicolare und hebt das Fußgewölbe nach oben. Eine wichtige Struktur. Sie sehen, das Fußgewölbe ist so, die Sehne hier zieht da dran. Wie sieht das im Röntgenbild aus, so ein Knick-Senkfuß? Sie sehen, das hier ist ein normaler Fuß. Und hier ist das Gelenk, das ist das Sprungbein, der Talus, und das ist das Fersenbein. Die sind einigermaßen parallel und das Gelenk hier ist zentriert. Bei einem dekompensierten Pes plano valgus ist es so, dass das nicht mehr auf einer Höhe ist, wenn Sie das vergleichen hier. Dort ist ein deutlicher Vorschub des Talus, der Vorfuß kippt weg und in der seitlichen Aufnahme sieht man, wie das Fußgewölbe einbricht. In der Magnetresonanztomographie sieht man die deutlich verdickte Sehne. Das will ich hier deutlich machen. Die Sehne, wenn das hier alles abkippt, die muss natürlich viel mehr ziehen. Es ist unter Dauerstress. Und zusätzlich kommt es, dass der Talus nach außen dreht. Sie sehen es hier, der Talus ist quasi weggekippt, dreht nach außen, die Sehne hat den massiven Zug, zusätzlich kippt der Rückfuß, also das Fersenbein nach außen, die Achillessehne unterstützt die Fehlstellung und es kommt hier zu einem schmerzhaften Impingement. Patienten haben also Schmerzen auf der Innenseite, auf der Außenseite und manchmal auch im Bereich der Achillessehne. Was kann man machen? Konservativ bräuchte es Einlagen oder auch Schuhen, die von unten drücken, das Gewölbe stützen und von der Seite da das Fersenbein in die richtige Position drücken. Aber da das eben auch ein dynamisches Problem ist, ist es häufig so, dass auch unter Schuhversorgung die Erkrankung fortschreitet und der Fuß weiter absinkt. Was kann man machen? Professor Hintermann hat da eine Osteotomie mitentwickelt, man sägt das durch, das Fersenbein und klappt es nach vorne. Und jetzt schauen Sie, was passiert durch diese Aufklappung. Der Fuß zentriert sich, der Talus dreht sich und Sie sehen hier, dieses Gelenk schiebt den Kopf wieder nach oben und das führt dazu, dass sich der Fuß wieder aufrichtet. Das ist also mit einer relativ simplen Operation, kriegt man den ganzen Fuß wieder korrigiert. Zusätzlich muss man dann noch die teilweise tendinopathische, degenerierte Tibialis Posteriorsehne verstärken mit einer Sehne, die die Zehen beugt, die sogenannte Flexor Digitorum Sehne. Die wird am Ursprung der Tibialis Posterior Sehne fixiert und in die Sehne mit eingenäht als Verstärkung. Hier sieht man das, das ist das Bild vor der sogenannten Hintermann-Osteotomie oder auch Evans-Osteotomie genannt. Hier sieht man, wie der Talus nach außen weggedreht ist. Hier noch zusätzliches Problem an der Tibialis Posterior Sehne. Am Ansatz sieht man hier diese Verknöcherung. Dann haben wir diese Osteotomie durchgeführt, das Gelenk ist wieder zentriert und der Tibialis Posterior Sehne ist ebenfalls wieder refixiert. Anders, manchmal ist noch zusätzlich eine Verschiebung der Ferse notwendig, noch zusätzlich bei sehr schweren Fehlstellungen. Und zwar muss die Zugrichtung nach medial gebracht werden. Dann ist die Ferse, dann zieht die Achillessehne zentral über der Achse im OSG. Hier auch ein Beispiel, hier abgesenktes Fußlängsgewölbe, sieht man hier an diesen Winkeln. Dann nach Osteotomie, nach Umstellung, hat sich das wieder aufgerichtet, ebenfalls alleinig durch die Verschiebung der Ferse. Allerdings in sehr schweren Fällen, Sie sehen, hier ist es komplett eingebrochen, eine schwere Arthrose im Mittelfußbereich, deutliche Fehlstellung, der Vorfuß kippt nach außen weg, massive Beschwerden hier in diesem Bereich, im äußeren Bereich, weil der drückt natürlich auf den Boden und bei fortschreitender Erkrankung ist es so, dass es dort auch Hautprobleme geben kann. Das war konservativ auch austherapiert, alle Schuhversorgung etc.
hat der Patientin keine Beschwerdebesserung gebracht. Im Gegenteil, es ist auch unter Schuhversorgung immer weiter abgesunken. Das ist natürlich eine aufwendigere Rekonstruktion, weil die Gelenke quasi massiv geschädigt waren, muss man diese verschneifen, und zwar korrigierend verschneifen. Aber Sie sehen hier, dadurch konnte man auch das Fußgewölbe aufrichten, und die Patientin ist jetzt beschwerdearm. Natürlich. Die Arthrose des Sprunggelenks ist ein großes Thema. Patienten klagen über belastungsabhängige Schmerzen, Schwellungen wie in diesem Bereich, die oft spangenförmig sich über das OSG ziehen, über das obere Sprunggelenk. Dort sind auch die Schmerzen lokalisiert, Einsteifung des Gelenkes und auch Ruheschmerzen im fortgeschrittenen Stadium. Die Ursachen sind 70% unfallbedingt nach Knöchelbrüchen, chronische Instabilität, 30% andere Ursachen. Die Therapiestrategien: Versteifung, künstliches Gelenk oder Umstellungsosteotomien. Bezüglich der konservativen Therapie, eben man kann mit intraartikulären Cortisoninfiltrationen versuchen, die Entzündung zu minimieren. Man kann probieren, mit orthopädischen Sehenschuhen die Schmerzen zu lindern, oder eben auch mit Medikamenten bei Bedarf. Die Vorteile der Versteifung sind die Schmerzbefreiung, eine akzeptable Funktion, ein hohes Korrekturpotenzial. Die Nachteile ist natürlich, man schaltet das obere Sprunggelenk aus, dadurch müssen die angrenzenden Gelenke mehr arbeiten und können dort dann eine sekundäre Arthrose entwickeln. Und es ist natürlich psychologisch ein schlechter Faktor, wenn man ein versteiftes Sprunggelenk hat. Das muss man alles berücksichtigen. Die Versteifung, das ist ein Patient, Sie sehen hier auch das Gelenk vollkommen zerstört, kein Gelenkspalt mehr, dort schlägt der Knochen an, massive Schmerzen. Dort hat man sich für eine Versteifung entschieden. Das haben wir jetzt mittlerweile, können das arthroskopisch machen. Sie sehen hier, man geht mit zwei kleinen Portalen, geht in das Gelenk hinein, das ist also ungefähr ein Schnitt von 1 cm und operiert dann so durch das Schlüsselloch sozusagen. So, das ist der Blick, den wir dann haben. Man sieht das Gelenk, das kann es sehr gut darstellen. Es ist sehr eng, gerade bei Arthrosen ist das Gelenk sehr steif, man kriegt es kaum auf. Das hier ist der zerstörte Gelenksknorpel. Und dann wird der Restknorpel wird entfernt mit so einem kleinen Schaber. Und dann kommt hier die Sklerosezone. Und diese Sklerosezone, hier sehen Sie, das ist steinharter Knochen. Und der muss durchbrochen werden und dann gute wachstumsfördernde Zellen an diese Arthrodesezone zu bringen. Und Sie sehen hier, diese Zellen sind im Blut drin und nach Eröffnung der Blutsperre blutet es schön heraus. Und dann hat man das durch die Haut mit 3 Schrauben fixiert. Und Sie sehen, das Gelenk ist schön zentriert und ist gut komprimiert. Bei ganz schweren Fehlstellungen ist das natürlich nicht möglich, mit dieser minimalinvasiven Methode das zu korrigieren. Sie sehen, das hier ist ein Klumpfuß gewesen, ging eigentlich ganz gut, aber irgendwann mal sind dann doch massive Schmerzen aufgetreten. Der Patient hat zunehmende Geheinschränkung, zunehmende Einschränkung der Mobilität, immer Schwellung, teilweise nachts auch Ruheschmerzen, sodass man sich dann entschieden hat zu einer Versteifung. Zufällig war der Patient gerade, das hat man offen gemacht, eben um das Gelenk zu korrigieren, um eine gute Ausrichtung des Rückfußes zu erreichen. Und das muss man offen machen, das geht nicht arthroskopisch. Und zufällig war der Patient heute gerade da und er läuft nach 1 Jahr nach der Operation eigentlich gut, es geht ihm sehr gut, er ist beschwerdefrei. Und Sie sehen, man sieht es eigentlich kaum, dass das Gelenk so einen massiven Schaden hat oder dass der Fuß so eine massive Umstellung hat. Ein anderes Konzept ist die Versteifung über eine sogenannte ventrale Platte. Da nutzt man den Zug der Achillessehne aus. Man bringt das Gelenk hier zusammen und dann führt der Zug der Achillessehne zu einer Kompression auch der hinteren Anteile. Also vorne durch die Platte hat man eine Kompression und hinten durch die Achillessehne. Der Vorteil ist, dass dort, wo der Knochen zusammenheilen soll, kein Material drin ist, keine Schrauben, die ja nicht zur Heilung eigentlich beitragen. Dort, wo die Schrauben sind, kann der Knochen nicht heilen.
Das wird meistens eingewendet bei größeren Revisionen. Das war ein Patient, der hatte eine Prothese, auf die ich gleich zu sprechen komme. Die war locker, die musste raus. Dort war ein großer Knochenverlust. Das hier ist alles Fremdknochen, der eingesetzt werden muss. Aber Sie sehen hier, die Platte überbrückt das und keine Schraube in der Versteifungszone. In ganz schwierigen Fällen, insbesondere bei Diabetikern, kann man es auch eine Versteifung oder macht es eine aufwendige Versteifung notwendig, zum Beispiel mit diesem Ilisarov-Ringfixateur, den wir häufig durchführen müssen. Hier ist der Vorteil, man hat eine sehr gute Korrekturmöglichkeit. Durch diese kleinen Spickdrähte ist sehr wenig Material im Knochen. Das kann man bei Infektsituationen einsetzen. Diese kleinen Drähte, die entzünden sich selten. Und es ist wirklich so, dass das auch bei starken Infektsituationen zu einer guten Durchbau führt, weil es extrem stabil ist. Diese Drähte werden angespannt und bilden dann wirklich massiv stabile Ebenen. Und zusätzlich wird es dann mit diesem Gestänge komprimiert. Komme ich jetzt zum künstlichen Sprunggelenk. Die Vorteile sind auch hier eine Schmerzbefreiung, der Funktionserhalt, Schutz der angrenzenden Gelenke, weil eine Beweglichkeit im betroffenen Gelenk erhalten wird. Nachteil, eine limitierte Lebensdauer und man muss die Indikationen sehr streng stellen. Die Interprothetik des oberen Sprunggelenks ist anders wie bei der Hüftprothetik oder Knieprothetik, ist noch eher eine junge Disziplin. Die Implantate können natürlich lockern. Deswegen muss, wenn man die Indikation stellt, ein stabiles Gelenk vorhanden sein. Die Veränderungen sollten nicht posttraumatisch sein, weil posttraumatische Arthrosen neigen dazu, dass sie einsteifen durch die Kapselverdickung. Und man erreicht eigentlich erfahrungsgemäß keine bessere Beweglichkeit, wie man präoperativ hat. Wenn das Gelenk präoperativ schon eine relativ eingeschränkte Beweglichkeit hat, wird es durch die Implantation der Prothese nicht wesentlich besser. Ideal, also das Ziel ist, die vorhandene Beweglichkeit zu erhalten. Es sollten keine großen keine Fehlstellungen vorhanden sein. Da die Prothesen ungefähr 15 Jahre maximal halten, dann werden sie locker müssen gewechselt werden, ist das für 20-jährige Patienten keine Option. Sollte keine Infektsituation vorliegen, auch in der Geschichte nicht, also keine offenen Frakturen mit Infektionen, die dann zu einer Arthrose geführt haben, weil Keime können sich im Knochen einnisten und Keime nisten sich sehr gerne auf dem Metall ein. Oder sie lassen sich da nieder, dort kommt keine Blutversorgung hin, dort ist die körpereigene Abwehr limitiert und dort können sie sich vermehren und führt dann zu einem Protheseninfekt. Und wie ich gesagt habe, die Beweglichkeit sollte einigermaßen erhalten sein. Das ist ein Fall, posttraumatisch eine Arthrose. Und hier hat man eine Prothese eingesetzt. So sieht das dann im Röntgenbild aus. Das Gelenk ist zentriert. Durch die Aufspannung des Gelenkes haben sich auch die Bänder gestrafft, sodass das Gelenk jetzt zentriert und geführt ist, stabil. Aber es gibt natürlich eben auch, je mehr Prothesen eingesetzt werden, desto mehr Probleme gibt es auch bei Prothesen. Zum Beispiel bei diesem Patienten, der hat bei dieser Situation eine Prothese implantiert bekommen, die dann nach 5 Jahren locker wurde. Sie sehen, es ist sogar hier gebrochen, die Prothese hat immer so nach außen gedrückt, es war locker. Und dann musste man eine Arthrodese machen, eben auch mit einem großen Knochenersatz, weil die Prothese natürlich einen Leerraum hinterlässt, der dann aufgefüllt werden muss. Und hier hat man auch hier im Hause eine Studie durchgeführt, der Dr. Rahm, das wurde letztes Jahr veröffentlicht. Und das ist eben das Problem, dass Patienten, die nach einer gescheiterten Prothesenversorgung eine Versteifung bekommen haben, dass die trotzdem noch an deutlichen Restbeschwerden leiden. Im Gegensatz zu denen, wir haben das verglichen mit denen, die primär eine Arthrodese erhalten haben, dort ging es deutlich besser im Vergleich zu dieser Gruppe. Deswegen ist es eigentlich eine falsche Vorgehensweise, wenn man sagt, ja, wir probieren mal die Prothese, wenn es nicht geht, dann kann man immer noch versteifen. Weil wir wissen, das funktioniert nicht so gut, wie man es gleich direkt versteift hätte.
Also das ist noch der Knochenblock, den man einsetzen musste. Zu den Sportverletzungen. Bänderrisse sind ja sehr häufig, ist eine der häufigsten Verletzungen. Achtung, jetzt wird es gleich, der jammert ein bisschen rum, der Michael Stich. Aber Sie werden gleich sehen, warum. Weil jetzt wird, Achtung, wer es nicht verträgt, ein massives Distorsionstrauma. Ja, ich mache mal weiter. Also das kann schmerzhaft sein. Dazu muss man kurz auf die Anatomie des Sprunggelenkes eingehen. Sehen Sie, es ist auch nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Es gibt ganz viele Bänder, die das obere Sprunggelenk stabilisieren, auch Sehnen, die Peronealsehnen. Hier die vordere Syndesmose, von der hört man manchmal in der Presse bei Fußballspielern. Und das sind die Bänder, das vordere Seitenband, Ligamentum fibulotalare anterius, dann das Ligamentum fibulocalcaneare und dann gibt es hinten analog zu dem vorderen noch das hintere Seitenband. Die Funktion ist so, wenn man den Fuß nach oben nimmt, ist das Knöchern sehr gut fixiert, ähnlich wie ein Hüftgelenk, da wackelt nicht mehr viel, da ist das Gelenk sehr stabil. Allerdings, wenn man den Fuß nach unten nimmt, nach unten beugt, so wie in Stöckelschuhen zum Beispiel oder wie beim Joggen, wenn man den Ausfallschritt nach vorne macht, dann kommt eine Wurzel und schon knackt man um. Das ist deswegen, weil das Gelenk in dieser Stellung, dieser sogenannten Plantarfektionsstellung, von sich aus sehr instabil ist. Und dort zieht eigentlich bloß das Ligamentum fibulotalare anterius, knöchern ist dort keine Führung mehr. Und das reißt dann auch. Klinisch tut es dort weh. Wenn man da drauf drückt, geben die Patienten dort Schmerzen an. Und das Bild fand ich so schön. Es ist so, wie wenn das Zaumzeug reißt oder der Talus schiebt dann nach vorne. Und man weiß, eine Verschiebung des Talus um nur einen Millimeter hat zur Folge, dass die Gelenksbelastung um 50% in den anderen Gelenksbereichen steigt. Also es ist eine massive Drucküberlastung dann durch ein instabiles Gelenk. Diagnose dazu, es ist wichtig, ein Röntgenbild, also Fraktur muss ausgeschlossen werden. Im MRI sieht man dann hier, das wäre das Band, das zieht hier nach vorne, da ist es gerissen, also das ist akut gerissen, aber die gute Nachricht ist, die Bänder heilen eigentlich, immer. Konservative Therapie, akute Phase, Ruhe, Kühlen, Kompression und Hochlagern. Dann Ruhigstellung für 2 bis 4 Wochen unter Vollbelastung, so ein Gipschen reicht. Es gibt noch verschiedene andere Orthesen. Wichtig einfach an dieser Orthese, das haben wir auch untersucht, ist, dass der Talus nicht nach vorne luxieren kann. Schienen, die bloß so U-förmig sind, hier rum, Sie wissen, was ich meine, also diese Schienen, die von der Seite hier drücken, die verhindern die Bewegung des Talus nach vorne nicht und sind deswegen nicht so gut geeignet, um das auszuheilen. Beste Stabilität haben wir mit diesem Gips und deswegen machen wir das mit dem Gips. Bandreparatur, wenn das Gewebe noch gut ist oder? Und wenn alle konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind und es sogenannte chronische Instabilität gibt, das heißt mindestens 4-mal im Jahr ein Distorsionstrauma, dann wäre eigentlich die Indikation zur Operation gegeben. Wenn der Bandapparat noch einigermaßen gut ist, wird er einfach refixiert und gestrafft und mit Bandmaterial, also mit einem Ligament, einem sogenannten Retinaculum, verstärkt. Wenn der Bandapparat nicht mehr gut ist, degeneriert, vernarbt, dann braucht es eine anatomische Bandrekonstruktion, wie Sie hier sehen. Dort wird eine Sehne, die man vom Knie entnommen hat, eingefügt und dann in anatomischer Position, also so, wie es eigentlich die Originalbänder sind, im Knochen fixiert. Beachten muss man da auch die Rückfußachse. Das hier ist die Außenseite, das ist der kleine Zeh. Und Sie sehen, die Rückfußachse ist, wie wir sagen, varisch, also sogenanntes O-Bein, auf das Sprunggelenk projiziert. Und Sie sehen, dass die Kraft immer nach außen ist. Also dieser Patient mit dieser Konfiguration des Rückfußes neigt dazu, nach außen umzuknicken. Und hier muss man dann mit der Bandrekonstruktion in Betracht ziehen, die Ferse auch noch zu verschieben, um diese Rückfußachse zu korrigieren. Zum Schluss noch ein Ausblick. Hier im Ballgrist wurde
wir haben ein extra ein CART-Team, Computer Assisted Research and Development Team. Das Problem, das sich uns eigentlich immer bis zu dieser Gründung des Teams gestellt hat, ist, dass wir präoperativ eigentlich sehr gute Diagnostik durchführen können. Wir können alles millimetergenau ausmessen, 3D visualisieren, am Computer auf Zehntelgrad genau planen. Doch im Operationssaal steht man dann da und muss das mit Spickdrähten, mit Maßbändern etc. korrigieren. Die Methode ist folgendermaßen, dass man aufgrund aus den Patientendaten, also meistens ist das CT-Bilder, ein 3D-Modell erstellt. Dieses kann man am Computer dann bearbeiten und man kann die Operation simulieren. Und man stellt dann solche Guides her, die diese Umstellungen, die diese Osteotomien quasi führen. Und diese Guides passen für den Patienten. Genau für diesen Patienten gibt es einen Guide und der hilft uns, diese Operation durchzuführen. Hier sehen Sie so einen Guide, der aus Kunststoff hergestellt wird, sterilisiert ist und dann genau auf den Knochen aufgeführt wird. Wichtig ist dazu natürlich die Segmentation. Also wie kriege ich überhaupt aus den 2D-Bildern, also aus den Röntgenbildern ein 3D-Modell? Muss da das macht jetzt mittlerweile alles der Computer. Früher hat man das mühsam per Hand gemacht. Oh. Und dann kriegt man eben so ein 3D-Modell. Und wir korrigieren, Sie sehen hier, die rote Seite ist die pathologische Seite. Das war eine Fraktur des Unterschenkels, der fehlgestellt zusammengeheilt ist. Und das ist die Gegenseite desselben Patienten. Und wir planen dann quasi die Osteotomie, um diesen Knochen zu korrigieren, um die Fehlstellung im oberen Sprunggelenk wieder richtig zu stellen anhand des gesunden Knochens. So sieht das dann aus und das sind diese Guides, die uns dann führen und wir haben das natürlich auch wieder nachuntersucht und man ist dort auf 0,5 Grad genau. Hier gibt es noch weitere Informationen auf der Homepage des CART-Teams. Und ich komme zum Ende. Ich wurde noch gebeten, auf den Kongress OrthoVision hinzuweisen, der von unserer Balges Tech AG durchgeführt wird. Ist für eine Publikumsmesse und die findet am Samstag, dem 12. März, statt. Ich bin noch da für Fragen und anschließend gibt es ein Apero, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für das zahlreiche Erscheinen.